Hallo und herzlich willkommen zu Let's Start und meinem neuesten Video. Wir werden heute den Eingangsbereich vom Walderlebnispark gestalten. Wir werden zwei Eingangsgebäude platzieren, einmal einen Souvenirshop und eine kleine Essensmeile. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim Video und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wie ihr sehen könnt, bin ich gerade dabei, die Grundstruktur der beiden Eingangsgebäude zu bauen. Auf der linken Seite wird der Souvenirshop entstehen und weiter rechts wird sich ein etwas größeres Gebäude befinden, in dem die Besucher direkt nach Ankunft oder auch vor dem Verlassen des Parks noch etwas essen können. Eine kleine Information vorweg, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte, und zwar zum Thema Baustil. Ich persönlich baue in der Regel so, dass ich mir grob überlege, was ich vorher haben möchte. Jetzt in dem Fall zum Beispiel zwei Eingangsgebäude. Das eine soll gerade Wände haben, das andere soll schräge Wände haben. Groß mehr überlege ich mir tatsächlich im Vorfeld nicht. Ich fange an zu bauen und überlege mir dann die weiteren Schritte eigentlich während dem Bauen. Ich habe mal tatsächlich bei anderen Spielen mir auch so ein paar Sachen vorskizziert, wie etwas eventuell aussehen soll, habe dann aber festgestellt, dass das am Ende eh komplett anders bei mir aussieht. Also ich halte mich an vorskizzierte Sachen überhaupt nicht. Das schaut am Ende komplett anders aus. Ich habe das mal versucht gehabt, so hat bei mir nicht funktioniert. Worauf ich hinaus will, falls ich mal etwas baue und das Ganze dann kurzfristig wieder rückgängig mache, weil das eventuell technisch nicht funktioniert oder mir optisch nicht gefällt, nicht wundern, dass ich das wegmache und wieder neu baue. Das ist einfach, liegt dem zugrunde, wie ich baue, dass ich spontan baue, mir vorher nicht so groß Gedanken darüber mache tatsächlich, auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingt, ist aber wirklich so. Ich baue recht spontan und ich finde einfach, dass die Ergebnisse nach dem Bau in dem Sinne quasi für mich optisch schönsten wirken. Für das Gebäude mit den schrägen Wänden habe ich auch verschiedene Böden ausprobiert. Ich habe euch das Ganze an dieser Stelle etwas zusammengeschnitten, da ich hier wirklich ein bisschen rumprobiert habe, auch mit kurzen anderen kleinen Versuchen, und die drei Böden, die ich letztendlich ausgebaut habe, habe ich jetzt einfach mal etwas kürzer zusammengefasst. Außerdem habe ich mich an dieser Stelle entschieden, doppelte Wände einzubauen, einfach aus dem Grund, um mir den Übergang zwischen Fliese und Wand deutlich zu erleichtern. Somit musste ich quasi die Fliesen nicht an der Wand angrenzen lassen, was es natürlich deutlich einfacher macht, das Ganze sauber abzuschließen. Ist zwar natürlich etwas getrickst, sah aber am Ende dennoch recht gut aus. So, und jetzt habe ich die Wände des rechten Gebäudes, zumindest ein Teil der Wände, etwas erhöht, beziehungsweise bin gerade dabei, sie zu erhöhen. Das bietet mir später dann natürlich weitere Gestaltungsmöglichkeiten, im Speziellen die Gestaltung der Wände selbst.
Und das Gebäude wirkt im Allgemeinen natürlich auch größer. In meinem Fall musste ich natürlich beide Wände erhöhen, sowohl die inneren als auch die äußeren Wände, damit ich hier später einen glatten Übergang bekomme. Das Dach des Gebäudes ist in zwei Teile untergliedert. Einmal ein Steindach, in dem noch ein Fenster eingelassen ist, damit es einfach von unten nicht so düster wirkt. Und zusätzlich noch ein abgeschrägtes Dach für das restliche Gebäude. Eine der Seitenwände werde ich ziemlich komplett mit Steinen ausstraffieren. Hier werde ich nur einzelne Holzbereiche herausblicken lassen. Hier habe ich natürlich den Vorteil der doppelten Wände, denn dadurch muss ich nicht so sehr darauf achten, inwieweit die Steine in das Gebäude hineinragen. Da die Innenseite des Gebäudes auch mit Steinen straffiert werden soll, ist das jetzt in dem Fall nicht so schlimm. Allerdings wäre es natürlich bei Gebäuden von Vorteil, wo die Innenwand quasi Innenwand bleiben soll, ohne dass die Steine durchragen. Da wäre die Technik mit der doppelten Wand eigentlich ziemlich praktisch. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mir überlegt, welche Objekte ich denn in meinem Gebäude überhaupt haben möchte, denn zu dem Moment war es noch überhaupt nicht sicher, was das am Ende für ein Gebäude werden sollte. Jetzt habe ich es euch ja am Anfang schon verraten, dass es sich um einen Imbiss-Shop, sage ich jetzt mal, handeln wird, wo die Besucher quasi hingehen können, sich Essen kaufen können, Trinken kaufen können. Und ich musste natürlich schauen, dass ich die Gebäude dort irgendwie hineinbekomme. Ich habe am Anfang schon geschaut, dass ich die Wege nicht komplett bis zum Rand ziehe, denn man kann solche Objekte wie Imbissstände, also alles, was ein bisschen größer ist, als sage ich jetzt mal ein Geldautomat oder eine Bank, die müssen außerhalb der Wege platziert werden. Da ist es nicht möglich, die in die Wege zu setzen. Und aus dem Grund habe ich da einfach ein bisschen Platz gelassen, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, diesen Zwischenraum zwischen Weg und Wand effektiv zu nutzen. So, jetzt bin ich dabei, die drei Souvenirshops ein wenig mit Dekoration auszugestalten. Ich habe hier verschiedene Deko-Objekte ausprobiert, bis ich das gefunden habe, was mir wirklich gefällt. Musik.
Natürlich sollen die Besucher gleich am Anfang schon wissen, in welchem Park sie sich hier überhaupt befinden. Ich hoffe mal, wenn sie meinen Park besuchen, dass sie das sowieso wissen. Aber dennoch finde ich ein Namensschild am Eingangsgebäude bzw. im Eingangsbereich des Parks immer recht schön. So, und jetzt wird natürlich wieder etwas dekoriert, sowohl innen als auch außen, damit das alles am Ende wirklich schön aussieht. In diesem Zug habe ich auch den zweiten Teil des Daches für das Gebäude gebaut. Das ist, wie vorhin schon angekündigt, ein schräges Dach. Allerdings habe ich hier darauf geachtet, dass ich nicht komplett gerade baue, denn A finde ich das nicht besonders schön und es gibt auch keine Teile, die genau diesen Winkel haben, den ich haben möchte. Und aus diesem Grund ist das Ganze etwas, ich sag mal, in leichter Wellenoptik gehalten, was ich eigentlich auch ganz schön finde, da das alles dann dadurch ein wenig natürlicher wirkt, wenn man sowas überhaupt natürlich nennen kann. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Auch das zweite Gebäude hat ein Dach mit einem kleinen Anteil an Glas. Das liegt wie beim anderen Gebäude einfach daran, dass etwas Licht ins Gebäude kommen kann. Da wir hier natürlich im Walderlebnispark sind, habe ich versucht, viele natürliche Materialien zu verbauen. Auf der rechten Seite, wie ihr vorhin schon gesehen habt, habe ich viele Steine verbaut und auf der linken Seite habe ich große Holzstämme verwendet, die man im Baumenü findet. Die finde ich eigentlich auch sehr schön. Damit habe ich die Kanten des Gebäudes sozusagen ein bisschen ausdekoriert und geschmückt.
So, jetzt geht es weiter mit dem zweiten Gebäude bzw. mit der Innengestaltung. Wie ihr sehen könnt, ich habe die Fliesen wieder herausgenommen. Die fand ich doch nicht so schön und habe leider zu spät gemerkt, dass ich nicht aufnehme. Darum fehlt euch jetzt dieser Schritt, wie ich die Fliesen wieder entfernt habe. Aber ich denke, das dürfte jetzt eh nicht so spannend gewesen sein. Interessanter für euch ist es wahrscheinlich sowieso, wie ich die Fliesen ersetzt habe. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich hier tatsächlich dann auch nochmal für Steine entschieden. Ja, ich weiß, ich mag sehr gerne Steine. Ich baue sehr viele Steine in meinen Park hinein. Aber ich wollte hier tatsächlich einfach so ein bisschen eine Höhlenoptik erzeugen, speziell da die hintere Rückwand des Gebäudes auch komplett aus Stein besteht und das Ganze dann wirklich wie so eine kleine Höhle wirkt, in der die Besucher dann später essen und trinken können. Damit die hintere Rückwand möglichst natürlich wirkt, habe ich hier auch wieder ein paar Pflanzen in die Steinspalten gesetzt, beziehungsweise auch ein paar an den Steinen entlang wachsende Pflanzen platziert. Und ich finde, das Endergebnis ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht geworden. Und ich hoffe, dass natürliche Licht durch das kleine Fenster reicht. Ansonsten sind es dann halt Kunstpflanzen. Ich hatte hier tatsächlich noch Platz für ein kleines bisschen Wasser im Gebäude. Das finde ich eigentlich sehr schön. Leider sieht man das Ganze nur, wenn man wirklich ganz genau hinschaut. Aber so kleine Easter Eggs, sage ich jetzt mal, sind doch immer ganz schön in Parks. So, letzten Endes gibt es hier drei verschiedene Stände in diesem Gebäude mit der richtigen Dekoration dazu, wo die Besucher sich dann etwas zu essen und zu trinken kaufen können. So, wie auch schon das andere Gebäude, bekommt auch unser Essensgebäude ein kleines Erkennungsmerkmal außen an die Tür gehängt, damit die Leute auch gleich wissen, was sie in diesem Gebäude finden können. Und in diesem Sinne sage ich jetzt auch schon mal Tschüss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viele Grüße. Let's start!